Warnung, in diesem folgenden Video wird ein sehr schlechtes Spiel sehr gut geredet. Ja, mir ist klar, dass dieses Spiel schlecht ist. Warum ich das mache? Naja, klickt für die Antwort auf das Video links unten in der Ecke oder folgt dem Link in der Videobeschreibung. Ach ja, vielen Dank, Dengeki Gamer. Ihr wurdet gewarnt, also keine Beschwerden und viel Spaß beim Video. Moin Moin, heute rede ich mit euch über eines der besten Super Nintendo Spiele. Wahrscheinlich wisst ihr schon längst, was ich meine. Ich rede natürlich von Shaq Fu. Moment, Shaq Fu? Ah, Walte, schön, dass du da bist. Dann kannst du gleich mit mir eines der Juwelen der SNES-Bibliothek bewundern. Freust dich auch schon drauf? Was? Ja, lass uns gleich loslegen. Moment mal, was liegt da neben dir? Ach das sind nur meine neuen Pillen. Aber ich sag dir, seitdem ich die habe, fühle ich mich so viel besser. Okay, dann lass uns mal loslegen. Also in Shaq Fu spielt man natürlich Shaquille O'Neal. Und ich muss hier doch gleich mal erwähnen, was das für eine tolle Namensgebung ist. Durch das Fu hört man gleich schon, was für ein tolles Kampfspiel das sein muss. Es kommt nicht von ungefähr, es ist nämlich abgeleitet von der Kampfsportart Kung Fu. Zudem macht ein passendes Fu gleich alles viel cooler, wie zum Beispiel Dustin Hoffman Fu oder Axel Schulz Fu. Bei Shaq Fu handelt es sich um ein 2D-Beat'n'up, vergleichbar zu Street Fighter 2, wobei jeder weiß, dass Street Fighter kein besonderes Spiel ist und aus der Reihe auch nie was geworden ist. Shaquille O'Neal ist gerade auf dem Weg zu einem Basketballspiel, als er sich plötzlich entschließt, in einem chinesischen Dojo vorbeizuschauen. Dort trifft er auf einen alten Mann, der ihm erzählt, dass er der Auserwählte ist, der den jungen Nezu befreien muss. Shaquille O'Neal versteht nicht genau, was dies alles bedeutet und folgt den alten Mann in ein Hinterzimmer, wodurch er in die zweite Welt kommt und nun gegen eine Reihe von Kriegern kämpfen muss. Die Story ist völlig sinnlos, aber das ist das Geniale an dem Spiel, denn dies ist nur eine Metapher und soll uns zeigen, wie sinnlos doch eigentlich Gewalt ist. Und so eine tiefgründige Aussage in einem SNES-Spiel reinzupacken, ist einfach genial. Also wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um ein 2D-Beat'n'up und wie man sieht, ist die Grafik einfach fantastisch und das Grandiose ist, dass die Spielfiguren genau so klein sind, dass man nicht alle Details der Bewegungen sehen kann. So ist es schwerer zu sehen, was der Gegner macht und man wird immer wieder von ihm überrascht. Und auch wieder hier findet man gleich die Verbindung zum echten Leben, denn wenn man im echten Leben gegen jemanden kämpft, weiß man auch nicht, was der macht. Was uns zu dem Punkt Steuerung führt. Ich bekomme in diesem Spiel nicht einen Special Move hin. Zudem schaffe ich es kaum, meine Spielfigur unter Kontrolle zu halten. Und nach kurzer Zeit fange ich an, einfach alle möglichen Knöpfe zu drücken und auf das Beste zu hoffen. Ich glaube es kaum. Auch hier schafft es Shaq Fu 1:1 die Realität nachzubilden. Im echten Leben gibt es auch keine Special Moves oder sowas. Und in einem richtigen Kampf schlägt man auch wild um sich und hofft, dass der Gegner vor einem zu Boden fällt. Einfach Hammer, was sich hier die Game Designer alles einfallen lassen haben. Sie haben einfach jedes Detail beachtet. Im Punkt Sound und Musik wirkt alles sehr statisch und kaum eine Melodie bleibt einem im Kopf oder regt einen an, die Musik auch außerhalb des Spiels zu hören. Eher im Gegenteil, nach gewisser Zeit überlegt man eher, die Musik auszuschalten. Muss ich hier noch wirklich was sagen? Außer im echten Leben gibt es auch keinen Soundtrack? Ich glaube es kaum, wie realitätsnah Shaq Fu ist. Es ist regelrecht eine Kampfsimulation und wir sprechen hier von einem 16-Bit-Spiel. Selbst heutzutage gibt es nur wenige Kampfsimulationen. Und nicht eine kann Shaq Fu auch nur das Wasser reichen. Also als Fazit brauche ich gar nicht viel sagen. Es reicht einfach zu beschreiben, was mit einem passiert, wenn man Shaq Fu länger gespielt hat. Auch wenn dieses Spiel einzigartig gut ist, bekommt man nach längerem Spielen das Verlangen, dieses Spiel auszuschalten. Jetzt ist vielleicht der eine oder andere verwundert, warum man bei einem so guten Spiel so ein widersprüchliches Verlangen bekommt. Und dann fällt es einem auf.
hier schließt sich der Kreis der Metapher. Was macht man in diesem Spiel? Verdammt. Man langweilt sich? Nein, falsch. Man übt Gewalt aus. Und Gewalt ist logischerweise schlecht. Deshalb haben die Game Designer es so angelegt, dass man nach einiger Zeit Check-Fu beenden will. Genau wie man die Gewalt in seinem Leben beenden will. Und das ist wahrhafte Genialität in einem Videospielmodul. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ein so tiefgründiges Erlebnis hatte ich wahrscheinlich in keinem anderen Kampfspiel. Verdammt, mit Sicherheit nicht in einem anderen Spiel überhaupt. Und dabei ist Check-Fu gut 20 Jahre alt. Was ist das? Oh, das ist nur mein Handyalarm. Dafür, dass ich gleich eine Pille nehmen muss, sonst hört die Wirkung auf. Könntest du auch nur noch ein wenig damit warten? Aber warum? Mach es einfach. Vertrau mir. Okay. Oh, was ist denn los? Walter, was möchtest du denn von mir? Ach, nichts Bestimmtes. Nur bei einem SNES-Spiel. Oh, Super Nintendo? Welches Spiel denn? Na, guck doch selber nach. So eine Hammel. Lass uns gleich loslegen. Crazy in the coconut, coconut, coconut.